Guten Morgen, los geht's. Ach, Mensch, jetzt übrigens eine Sattelstütze hier, eine passende. Gerade war wieder so ein fliegender Händler hier mit einer Vase, 5 Euro. 5 Euro. Aufdringlich. Ich sag, ich kann die nicht kaufen, die ist kaputt. Die ist, das ist, als würde ich einfach nur Nicht rauswerfen. Das geht nicht. Kann ich nicht machen. Kann ich mir nicht leisten, ey. Jedes Mal den ganzen Schrott den Leuten abzukaufen. Da habe ich auch keinen Bock drauf, ey. Also wirklich. Gestern schon hier der Ventilator. Der war ja schön, ne? Ja, aber kostet auch dann 30 Euro wieder weg für Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Ich habe ja einen schönen Ventilator. Gut, was machen wir heute? Ich bin am Auspacken. Sattelstütze mache ich jetzt gerade. Sattelruf, Mieträder vorbereiten. Dann kommt ja noch so eine Family. Und dann gibt's Frühstück. Haben wir uns gestern wohl zu früh gefreut bei dem Mietrad, was so lange weg war, wo hinten der Bremsanker gerissen war. Die Bremsankerstelle ist wohl doch was kaputt gegangen. Der dritte Gang funktioniert jetzt nicht mehr. Also einmal komplett zerlegen und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Und jetzt haben wir schon die Fliegen hier am Fenster. Du musst da alle draußen hinpacken. Ja, wohin denn? Naja, wenn du einen Tisch genommen hast und rausgepackt hast, kannst du das Essen dort platzieren. Erstmal dein Gurken-Sandwich. Weißt du mal, deine Uhr. Was ist das? Man muss schneller sein, als die Fliegen. Eier überall. Und glaub dir, was die so auskacken. Überleg mal, wenn man so stirbt. Eine halbe Stunde später bist du voll mit Eiern. Ja, das ist auch genau der Grund, warum ich mir das nicht vorstellen kann, einfach nur beerdigt zu werden. Möchte ich im Ofen? Irgendwie auch nicht. Und ins Wasser schon gar nicht. Nee, was? Ich habe Angst vor Seeungeheuern. Irgendwie ist alles nicht so schön. Ich wünsche mir, dass ihr mich ausstoppt. Konserviert und auf den Sessel setzt. Sessel bei Anita. Ja, nee, total entstellt. Frankenstein sitzt in der Ecke. Von so einem schlechten Konservator, völlig so von Angst. Tommy, leg mal los. Ist die Bremse gebrochen? Ich hab eine Schleife. Die Bremse neu machen. Papa, ich komme alles neu gemacht an dem Ding hier. Ich komme gleich wieder. Ja. Ich bin ganz kurz ja. Ja. Stückzahl 2. Dann holen wir mal noch. Ja, ich gerade verkauft bei eBay. Zwei von diesen Espen Spanngurten für Klappräder oder so. Jo. Ich habe die Bremse ausgebaut. Und hier ist er abgebrochen. Da war mal die Feder drin. So lag die Feder da mal drin. Und wenn die dann Spannung kriegt, bupp, ist er einfach weggebrochen. Also musste das ersetzt werden, alles einmal neu. Das ist gar kein Plastik, das ist Metall, aber es ist zerbrochen. Eine neue Bremse. Da haben meine Töchter ja ganz schön die Karte voll gemacht. Mit ihrem Spiel. Ach, ich weiß nicht, wann ich das schneiden soll. Da ist aber hier nichts los hier. Junge, Junge, ein Riesenrad. Boah, ist das enorm. Magic Tour. XXXL steht drauf. Alter Schwede, was ist denn das? Boah, ein Klump. Meine Fresse. Was treffen wir denn noch? Der erste Auftrag. Naja, Hinterrad platt, das mache ich schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Und vielleicht wird es heute doch noch interessant. Kommt noch was Schönes. Wenn nicht, hat meine Tochter heute schöne Aufnahmen gemacht, denke ich mal.
Und dann gibt es bei dir auf dem Kanal ein Video. Das ist ja auch nicht verkehrt. Muss auch mal wieder gemacht werden. Mann, 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 also komplett falsch montierte Bremsbeläge hier. Ist ja unglaublich. Auf beiden Seiten, auf der einen Seite habe ich es jetzt schon gerichtet. Jetzt die andere Seite mache ich jetzt auch noch. Wieso kann man das doch nicht fahren? Das muss man noch merken auch. Besser als vorher. Mit der Platte Reifen ist gemacht. Also die Platte Reifen war die Aufhörer. Aber das andere, wenn ich das sehe, dann kann ich es ja nicht so lassen. Dann mache ich das auch. Berechne es natürlich nicht. Ja, gewonnen haben wir 8 Euro. Nichts, 8 Millionen. Aber ich habe neu gespielt. Moin. 8 Euro. Musst du weiterarbeiten. Ja. Thorsten hat eine Flagge mitgebracht. Er schmückt für morgen das Spiel oder so. Das erste. Alle kommen sie, alle folgen sie denn. Guten Tag. Heute gibt es so gut wie gar nichts zu tun. Ich weiß, ich sage das fast jeden Tag, aber das ist auch jetzt gerade fast jeden Tag so. Heute ist auch noch Fußball gewesen, morgen ist ja auch Fußball. Aber morgen habe ich nicht auf, da stört es mich nicht so doll. Also, stört mich sowieso nicht, ob Fußball ist oder nicht. Aber das Geschäft merkt man natürlich, ist in den Momenten ist kein Geschäft. Nichts, ist überhaupt gar nichts los. Also da braucht man ja nicht aufmachen. Jo, jetzt probiere ich einfach mal hier rum so ein bisschen. Ich habe ja hier noch ein paar Rahmen zu hängen. Zum Beispiel hier diesen wunderschönen Holland-Rahmen von Herkules, was ja so Holland-Rad-Style-Rahmen ist. Da ist der Vorfest. Der steckt hier drin. Den probiere ich jetzt mal auszuarbeiten. Und wenn ich das dann probiere, dann kommt bestimmt auch ein Kunde, der irgendwas will. Deswegen machen wir das mal. Jetzt ist so eine Animation. Wenn ich das mal so. Kundenakquise oder so. Nennt man das. Ja, und wie mache ich das? Ich spanne den einfach hier ein in den Schraubstock. Bekloppt wie ich bin, spanne ich den einfach hier, halt hier so in den Schraubstock ein. Aber natürlich nicht einfach so, weil ich möchte den Rahmen ja gerne irgendwie noch weiter verwenden und verwerten. Schauen wir mal. Also nehmen wir zweimal Holz, zwei Stück Holz und lärmen die dazwischen. Machen wir erstmal den Backen auf. So, ich muss erstmal das machen. Thorsten ist natürlich auch immer schwierig. Meine Güte. Wenn man den nicht bedient und alles bringt und gibt, dann macht er nichts. Total schwierig für mich, weil ich kann sowas nicht. Ich hatte sowas nie. Bedienhilfe. Also jemand, der einem alles bringt oder so. Folie hätten sie mir gezeigt. So, das heißt, habt ihr ja gesehen, was ich gemacht habe, oder? Habt ihr das gesehen? Sag nicht, ihr habt das nicht gesehen, ey. So, haben wir. Also ich habe hier zwei Hölzer genommen. Und habt ihr da eingespannt, die Gabel. Und jetzt versuche ich es mit Gewalt. Und wenn das nicht funzt, ja, ist die Gabel kaputt. Aber es läuft. Ah, ist das geil. Rami rettet. Schöner Rahmen.
Sieg, yeah! Motherfucking Victory. Geil. Finde ich gut. Finde ich gut, kann ich sogar wiederverwenden, wird ein bisschen poliert. Also, einfache Methode. Ihr müsst natürlich die Gabel schonen, müsst da so einspannen, ja. Anders geht das nicht. Und dann könnt ihr ein bisschen hebeln. Und so wie der Kollege das probiert hat. Das eben hier aufzuschrauben, das ist der falsche Weg. Also das kann ich euch verraten. Da oben braucht ihr nicht Stromschrauben. Geil, ich freue mich, ich freue mich. Ich habe das nächste Projekt jetzt an der Backe natürlich gleich wieder. Aber es ist ein schönes Projekt. Die Gabeln müssen weg. Ach, das ist total geil. Wird ein schönes Rad werden. Das weiß ich jetzt schon. Feuerwehrrad. Schwupps, nächste Projekt an der Backe. Herkules. Rad. Wollte ich jetzt so schnell natürlich nicht mehr aufbauen, aber werde ich wohl doch tun. Da eins haben wir. Fest. Jetzt wird das ein bisschen poliert hier. Dann schauen wir noch mal. Mann, ich freue mich schon auf die Wanne. Nachher wieder schön liegen, relaxen. Morgen schöner freier Tag. Mal schauen, wie weit ich heute komme. Also den Lenker habe ich ja rausbekommen. Entschuldigung. Und der ist ja eigentlich noch ganz nett. Ja, ein bisschen eingefettet halten. Hier muss ich ein bisschen mit Stahlwolle rangehen. Hier auch. Hier auch. Aber er ist nicht verbogen oder so. Den baue ich wahrscheinlich nochmal ein. Ja? Gerade rausbekommen, kommt er auch schon wieder rein da. Den Konus, den muss ich jetzt da vorne noch rauskriegen, weil der Konus steckt noch drin. Und eine Spindel, die habe ich auch nicht. Also diese Schraube. Ja, Schraube, Spindel. Ja, die brauche ich auch noch. Schau ich mal, ob ich sowas habe. Wenn nicht, nehme ich das Ding komplett neu und packe mir den auf Halde. Ich gehe mal gucken in mein Repertoire. Bin gleich wieder da. Spindel habe ich, also sprich Schrauber. Und den Konus habe ich auch raus. So, jetzt kommt das hier wieder rein. Wie gesagt, gerade raus, dann wieder rein. Einwandfrei. Geschenkt bekommen. Passt. Decke Rot Cruiser. Rot Cruiser.
Wollen wir nur bremsen? Hebel. Hinterrad. Hinterrad erstmal, Sattelstütze erstmal. Hinterrad und Sattelstütze. Kümmere ich mich jetzt drum. Augenblick gewartet hat mit der rauchenden Zigarette. Das ist ja nur eine Szene, die ist ja. Der hat da doch gefilmt, wo ich mir eine Zigarette anzünde und drehe. Also alles andere ist ja gut, aber das weiß ich nicht. War gut. So seine persönliche Note wahrscheinlich. Ach, ich habe ihm ja keine Feuerwehr gemacht. Jetzt muss er einfach. Aber ich finde, er hat das gut gemacht. Und das Einzige ist halt mit dem eben ghetto-mäßigen Text da, aber sonst passt das alles mit der Musik. Mit dem, ja, das hätte ich auch nicht genommen, aber er versteht ja auch kein Deutsch. Nein, hätte er Deutsch verstanden, hätte er Bushido vielleicht auch nicht genommen. Ach, das ist auch noch Bushido gewesen. Das ist auch noch Bushido, ja. Na, wir sollen ja auch wissen, dass ich gestern halt drin gestellt, ich habe Kabel Deutschland wieder angerufen. Ah. Ja, weil ich kann den Livestream nicht machen. Ich kann den Livestream übrigens nicht mehr machen. Nicht, weil ein Müllmann durchs Bild gelaufen ist, das ist ja nun mal in Vergangenheit. Jetzt laufen sie ja hier nicht mehr lang. Nö. Aber wegen Übertragungsrate. Die stimmt einfach nicht mehr. Deswegen kommt bei YouTube nicht an. Einfach die ersten. Ja, vielleicht die ersten 2 Minuten funktioniert. Ja. Und dann stürzt es runter. Ja. Schwankung in der Leitung. Hm. Nennt man das halt. Für mich heißt das Vertrag nicht erfüllt. Und dann liegt das halt. Das ist natürlich Schwachsinn, was ich jetzt gemacht habe, weil ich muss ja die Achse erst versetzen. Aber so ist das, wenn man quatscht dann nebenbei. Das funktioniert halt eigentlich nicht. Naja, ich bin schon ganz gut, ich konzentriere mich nur aufs Messer. Ich muss doch die Achse rüber versetzen. Also die Achse wird rüber versetzt jetzt hier, weil das ist ein Laufrad, habe ich jetzt genommen für Kassetten, nee. Für Schraubkranz. Und für Schraubkranz. Da ist ja alles ein bisschen, ne, muss man halt ein bisschen anders einsprechen. Denn das Tanzring habe ich schon rausgenommen. Aber das ist ein bisschen schraubiger. Oh. Naja, wo ist das jetzt hier vom Abstand her der Achse? Müsste perfekt sein, genau. Nur die Mitte ist halt, nur fast die Mitte. Ja. Kannst du natürlich eigentlich so lassen, aber wenn man es rüberspeicht. Quatsch, speichern ja sowieso, aber wenn man es rüberzieht, wenn man die Achse rüberzieht, dann kann man sie auch noch Excel-Packs drauf machen. Ey, das ist gut, dann kannst du hinten noch einen mitnehmen. Also dann kannst du realistisch ihn mitnehmen, der ja. Nicht voll irgendwie, sondern der dann auf der Achse steht. Sozusagen, und eben nicht die, den Effektträger, den nicht vorhanden, den ich hier nicht anbauen werde, belastet. Ja. Und was ist das? Verkaufsrad? Oder? Verkaufsrad, ja, das ist ins Detail geschenkt, kommt den Rahmen. Ja. Und da war der Lenker. Dann bin ich jetzt bescheuert. Ach, hier ist noch einer quer. Mann, Mann, Mann. Nicht trainiert. Nicht trainiert. Was soll das jetzt wieder heißen, dass du krank bist? Na nee, aber mit der Hand, war das ist nicht so gut hier. Ist halt so. Was hast du denn gemacht da? Na, ein Fahrrad. Mensch, ja, ein Fahrradunfall. Okay, aber was ist mit der Hand? Da habe ich mich abgefahren halt. Bin ich so am Fahrrad. Na, was ist, halt. Da, ist da was kaputt dran? Na, das hoffe ich doch mal nicht, aber ist halt nicht so gut. Die Straßenbahnschiene und so Granitbrocken mitgenommen. So die Kanten davon. Broken Granite. Ja, wer kaputt gegangen wäre, würde der halt besser gehen. Aber er ist nicht kaputt gegangen. Gelacht hat er, der Granitblock, der Katzenkopf. Nicht angelächelt. Mit der Maus. Wunderbar. Guck doch mal. Ja. Also vielleicht ist die einen Millimeter kürzer. Ja. Ja. Den Eindruck habe ich auch. Hallo? Wer sagt da Hallo? Jetzt kontern. Kenne ich ja nicht so ein System. Was für ein System? Ja. Das ist durch eine Mutter von außen. Das ist das alte System. Ach was. Ja. Wie alt ist es denn? Naja, also es ist ein veraltetes System. Aber das haben die Chinesen aufgekauft und bauen damit jetzt weiter so die Räder. Wird einfach aufgeschraubt. Ja, ja, die Hülle ist nicht mehr so. Da bist du ein bisschen lange gefahren mit wackelnder Kurbel, ne? Da musst du doch früher Bescheid sagen. Das ist nämlich ein Problem, wenn es jetzt kaputt ist. Da. Was zum Nachschneiden? Ist die Mutter kaputt oder das? Nicht, das ist so finster hier.
Naja, die sieht nicht mehr doll aus, wa? Ne, guck mal ins oberste Regal, erste oberste Schublade. Da vorne, wo die, da müssten so Achs, du weißt schon, Tretlager, Schrauben und auch so eine Mutter müsste da mit bei sein. Mutti ist Mutti. So, umgebaut, eingebaut haben wir das. Achse ist umgebaut, aber die Kettenlinie stimmt. Die Kettenlinie stimmt. Aber die Speichen Mitte, also die Felge läuft nicht in der Mitte. Wie man sieht, läuft sie hier noch sehr nah dran. Die hat also sehr viel Abstand. Das muss ich jetzt rüber speichen. Mach ich jetzt auch noch. Jetzt löse ich die immer. Jetzt haben wir nahezu mittig. Jetzt noch eine Runde hier mit einer Umdrehung. So, was haben wir jetzt? Jetzt machen wir noch eine Kette drauf, Pedalen ran und dann kann man schon fahren. Geil, oder? Wow! Jo! Richtige Pedalen. Wir sind fertig, Mensch. Kette. Machen wir jetzt. Das ist alles neu. Nicht wundern, ich lasse die Kette mal so lang, dass sie ein bisschen durchhängt. Weil ich noch nicht weiß, ob ich die Tristel so lasse, also muss ich mal schauen, wie da was oder wer. Für die Promofahrt wird es reichen. So, jetzt brauchen wir eine Sattelstütze und einen Sattel und dann eine Bremse. Eine Bremse? Wozu denn das? So, fahren wir mal, Probe. Was? Den habt ihr abgeschraubt? Den habt ihr abgeschraubt? Genau. Ich, ja, genau. Na, weiß ich doch. Habt ihr Zeit heute? Voll minimalistisch irgendwie. Ohne Bremse noch, ja, also bleibt so. Nein, noch ohne Bremse. Kommt eine Bremse vorne ran. Und dann kommt ein Rahmenschloss hinten ran, weil da sind die Schrauben auch noch drin und alles. Ja. Das ist cool. Dieser ja, nee, das ist toll. Das hat was. Das ist unheimlich. Du wolltest verkauft dich schon. Herkules Tenerife. Oder so. Teneriffe. Teneriffa. Das Herkules völlig schief angelegt in der Fabrik schon. Völlig schräg, so. Die letzten Herkules, die wir machen. Ja, dann ist die Werk zu. So. Das waren nur die letzten, die sie in Deutschland gebaut haben. Hm. Ja, gut. Jetzt kannst du entertainen. Ja, du willst ja natürlich auch nicht mehr. Nö, ich hab keine Lust mehr da. Oh. Entertain. Let me entertain you. Also ist eine Gazelle mit Kaffeedose. Mit Kaffeedose. Das ist eine geile Pumpe. Mann, oh Mann. Kannst du geschenkt haben? Nimm geschenkt. Nimm. Nicht mal geschenkt haben. Ja, du bist doch wirklich doof, ey. Ich meine, das schenke ich dir mal was. Ich kann mir das ja nicht leisten eigentlich. Ah.
Also, Gazelle mit Kaffeedose öffnen. Das habe ich jetzt schon aufgemacht, ich Idiot. Ich mache nochmal zu. Extra für euch mache ich nochmal zu und zeige, wie man es öffnet. Also jetzt Fake, gestellte Aufnahme. Achtung, es folgt eine gestellte Aufnahme. Ich mache gestellte Aufnahmen. Gestellte Aufnahmen? Nicht gestellt, sondern gestellt. Gestellte Aufnahmen. Ich bereite die gestellte Aufnahme vor, indem ich zuschraube. Jetzt folgt die gestellte Aufnahme. Hallo liebe Leute, heute werde ich euch präsentieren, wie man bei einer Gazelle den Kettenschutz öffnet. Und zwar handelt es sich um das Modell Kaffeedose. Kaffeedose, Kaffeedose, Kaffeedose. Sehr schön, der Jingle ist erfolgt. Also, ich beginne. Und zwar wie folgt. Hier bei dieser Gazelle ist das Problem, dass die Kette wohl von dem Ritzel gefallen ist. Was machen wir als erstes? Irgendwie funktioniert das nicht mehr. Wir öffnen hinten, um zu sehen, ob das Problem hier hinten ist. Also dafür müssen wir diese Schlitzschraube in die Höhe drehen. Wir drehen sie hoch und raus und weg. Wir entnehmen die Schlitzschraube, dann ziehen wir diesen Kaffeekasten-Hinterteil nach hinten. Enorm. Was für ein Scheiß. Hier sehen wir die Kette und das Ritzel. Beides befindet sich in hervorragendem Zustand. Und meines Erachtens ist das Problem auch ein anderes. Der Antrieb in der Nabe scheint defekt zu sein. Wir schalten einfach mal einen anderen Gang und schauen mal, ob es denn funktioniert. Ja, schalt mal bitte in den Gang 0 oder so. Genau, in den. Hängt hier durch. Ja, warte, warte. Gleich nicht mehr. So funktioniert. Zieh mal, Gang 2 oder so. Ja. Gang 3. Repariert. So wie schnell kann sehen, ja. Also, der Fehler lag hier bei folgendem. Die Kette ist nicht runtergerutscht, sondern die Kette ist hier vom Röllchen gerutscht. Dadurch, dass die hier von diesem Führungsröllchen rutscht, ist hier natürlich eine ganz andere Spannung drauf und man hat so einen Zwischengang drin. Im Zwischengang kann es passieren, dass man einen Freilauf hat, nach vorne, fertig aus. Ist der Gang nicht ganz richtig drin, sozusagen, oder noch nicht drin und deswegen, naja, wie sagt man, wie heißt es, N beim Auto, N. Ja. Gang N, neutral. Ja. Ne? Und dann tritt man halt ins Freie. Ja. Ganz einfach. Man muss die Triebe schon ordentlich schalten. So, das war's schon wieder. Jetzt schließe ich die Kaffeedose wieder zu. Die gestellte Aufnahme ist vorbei. Jetzt geht's weiter. Ja, was für eine Kacke. Ist ja auch furchtbar, ey. Ja. Ach so, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Unbedingt. So. Das hast du gut gemacht. Hat gut gesagt, wa? Ja. So, jetzt, ich verschließe die Kaffeedose. Ich mache so. Mache ran. Schiebe rin. Gucke weder links noch rechts. Das ist immer gut. Scheuklappen. Uff. Nehme Schraube, drehe rin, Farbe fertig. Gut, ich mache Feierabend. Der Dennis war kurz hier. Das war auch toll. War auch nett. Und da hat sich kurz mal gemeldet. Der hat jetzt zu tun gerade, der hat Arbeit. Ja, hinten ist Licht aus. Ich habe einen ganzen Räder drin. Ich habe einen Herkules-Aufbau gemacht heute. Den habe ich natürlich nur angefangen, wie immer. Ich fange die Sachen nur an, mache sie nie zu Ende. Du machst immer nur Anfänge. Nie machst du was fertig. Nimmst du die, machst du die Griffe ran. Da kommt Griffe ran und zwei Zangenbremsen. Irgendwie was ganz Leichtes. Das soll schön leicht bleiben. Hier so ein Ding. Das AXA Defender, das werde ich auch da anbauen. Mit Zusatzkette ist das ja so, ja. Und dann ist das doch Top-Rad, also ich glaube, das Schwerste an dem Rad ist das Schloss denn. Ja, und dann kostet es 350. Das geht ja auch ruckzuck, Mann. Ich meine, Ritzel, Kette, Pedalen, Laufrad, Schlauch vorne, Schlauch hinten, Felgmatt vorne, Felgmatt hinten, Laufrad vorne, Laufrad hinten. Wie das Laufrad schon? Bereifung vorne, Bereifung hinten, so rum. Sattel,
Sattelstütze musste fremd angebaut werden. Dann kommt jetzt noch Rahmenschloss, Griffe, Bremse vorne, Bremse hinten, Bremshebel vorne, links, rechts, Züge, zwei Züge. Ich schätze, wenn ich das zusammenrechne, bin ich mit 350 noch günstig. Echt günstig. 8:25 Uhr, ich schließe, also wir sehen uns morgen, eventuell. Moin! Komm grad zurück, bis dann, ciao.